Letzte Woche haben wir uns noch Bilder angeschaut zu Arena Breakout Infinite, weil wir kein Gameplay-Material hatten und wir waren uns nicht ganz sicher, ob diese Bilder nun wirklich echt sind. Arena Breakout Infinite ist ein Extraction-Loot-Shooter von Tencent Games, aus dem Nichts praktisch announced worden. Und die Bilder, die wir gesehen haben, haben so ein bisschen die Unreal Engine 5 gezeigt, auf der das Spiel basiert. Und wir haben zum Beispiel diese Reflexionen gesehen, bei diesem Hintergrund, diese Tür zu sehen ist und das Fenster, so Details im Scope reflektiert, das ist schon sehr, sehr krass. Aber auch die andere Map mit dem Tresor und dem Hintergrund, wo wir gedacht haben, boah, sieht ein bisschen gemalt aus, ein bisschen nachbearbeitet, vielleicht ist es wirklich echt. Wir hatten so unsere Zweifel. Jetzt mit dem Trailer und mit dem Gameplay, was ich euch gleich zeigen werde, sehen wir, das ist alles echt. Das ist wirklich Gameplay aus dem Spiel heraus. Das ist natürlich krass. Und mit dem Shitstorm von Escape from Tarkov, der jetzt natürlich auch nochmal seine Probleme hat, weil so ein paar unschöne Dinge passiert sind, ist natürlich der Hype jetzt um Arena nochmal krass gestiegen. Für euch heißt das erstmal, um an der Beta teilnehmen zu können. Es ist unglaublich wichtig, sich frühzeitig anzumelden. Ich halte euch auf dem Discord auf dem Laufenden, wo man alles Keys bekommt. Es gibt immer wieder Gewinnaktionen und so weiter. Geht gerne auf dem Discord, da haue ich es immer in den Kanal rein, wenn ich was Neues erfahre. Ansonsten über die Homepage anmelden mit einer E-Mail-Adresse. Auch da könnt ihr Keys bekommen, den Link ebenfalls unten in der Beschreibung. Und ich selber versuche auch nochmal an Keys ranzukommen für euch. Mal gucken, ob die Entwickler da gnädig sind. Also wir versuchen es auf jeden Fall, wenn am 8. Mai die Beta startet, mit an Bord zu sein. Kommen wir zuerst mal zu dem Trailer, den sie rausgehauen haben. Und zwar sehen wir hier wieder die Maps in dieser schönen Grafik, alles Unreal Engine 5. Wir sehen schon die Lichtreflexionen, die Wälder, die Waffen, die PMCs. Also es ist so, wie wir es auf den Bildern gesehen haben. Es ist absolut identisch und es sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Auch die Animationen, während die Spieler rennen, wenn sie in Scope gehen, wir gucken uns gleich alles mal im Detail an, die Waffen selber, die Inspektionen, das Nachladen, die Fights selber, die Schüsse, also das sieht alles wie aus einem Guss aus. Und man merkt schon, Extraction-Loot-Shooter-Liebhaber werden sagen, okay, das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Escape from Tarkov. Witzigerweise sagen die Mobile-Fans von Arena, das war ja ursprünglich ein Mobile-Game und basiert auch auf diesem Mobile-Game, was nicht schlecht ist, weil dadurch natürlich schon das Grundprinzip sozusagen einmal entstanden ist und schon gemacht wurde. Es sieht dem Mobile-Game inhaltlich vom Konzept her, konzeptionell auch sehr ähnlich. Wenn man sich neutrale Meinungen anhört zu diesem Mobile-Game, dann ist es wohl so, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel geworden ist, was die Konzepte, Inhalte und auch Tiefe angeht. Und das wird jetzt auf dem PC natürlich nochmal um ein Vielfaches auf die Spitze getrieben. Das erste Video, was wir haben, ist eine Rennszene. Wir sehen einmal die Rennanimation, wie die Waffe gehalten wird beim Rennen, aber auch die verschiedenen Lichtreflektionen, die Sonne, die ziemlich tief steht und ins Gesicht scheint. Wir sehen, wie sozusagen, wie flüssig alles läuft. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wie viele Spieler oder Bots auf diesem Abschnitt hier sind, aber man hat so einen Eindruck davon, wie das Ganze von der Atmosphäre her wirken könnte mit den ganzen Umgebungen. Es sieht wirklich schön aus und es sieht vor allem auch sehr, sehr smooth und flüssig aus. Das zweite Video zeigt eine Extraktion. Wir sehen einmal den roten Rauch, welcher den Extraktionspunkt markiert. Leider sehen wir keinen Timer, wenn der Spieler diese Zone erreicht. Wir sehen aber auch hier wieder eine sehr, sehr, sehr smoothe Bewegung, wie die Waffe sozusagen im Takt des Schrittes mitwirbt und es ist alles sehr harmonisch. Auch die Lichteffekte wieder, die Schatteneffekte, passt alles, ist super aufeinander. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Video und hier wird jetzt erstmal ein Fight gezeigt, aber worauf wir hier erstmal achten, ist unten rechts die 4, die 2, die 1, wir sehen unten die Waffensymbole, das heißt, das Ganze ist sozusagen aus echter Spielersicht. Wir fragen uns immer, ist das echt oder ist das jetzt so ein bisschen extra für das Video aufgenommen? Aber auch hier müssen wir jetzt wirklich eingestehen, dass das aus der Spielersicht ist. Das HUD-System ist so, wie wir es hier sehen, also sehr minimalistisch. Wir sehen unten links den Körper. Ich vermute mal, dass man den ein- und ausblenden kann, weil wir auch Videoszenen gesehen haben, wo dieser Körper nicht zu sehen war. Dieses Ohrsymbol, möglicherweise ein Symbol dafür, wie viel Geräusche man selber macht oder ob man Geräusche hört. Und drunter Helm und Rüstung. Wir wissen, dass die Rüstung dann rot markiert wird, wenn sie angeschlagen ist. Und daneben noch dieses Tool links, der Chat. Da haben wir auch schon mal gesehen, wenn jemand sozusagen über Voice redet, wie das dann gezeigt wird. Ja, und in der Bewegung her sehen wir wieder dieses relativ flüssige Gameplay. Er probiert einmal einen Schuss aus, guckt jetzt sozusagen, ob er auf Single oder Autofire gestellt hat. Die Waffe ist einmal gewechselt und begibt sich hier sozusagen oben zum Zaun. Und es sieht einfach so cool aus, wie hier die Gegner liegen bereits, wie das Licht wieder durch die Bäume reflektiert, wie er im angezogenen Scope dann nach oben geht. Also das könnte schon... Also ich will auch Spieler das nicht vergleichen, aber das sieht wirklich genial aus. Auch hier die Seitwärtsbewegungen, hier die Schüsse. Sehr, sehr starkes Recoil. Die Waffe zieht extrem.
extrem weit nach oben bei den ersten Schüssen. Und das muss auch so sein. Es ist halt kein COD, wo sozusagen das Ganze immer on point sein soll, sondern die Waffe soll auch verziehen, man muss sie gegen kontrollieren. Es sieht richtig, richtig schön aus. Je nachdem, wie die Waffe moddet, kann man dann seinen Recoil entsprechend reduzieren. Unten links sehen wir auch die beiden Balken. Also unten in der Mitte besser gesagt, aber die Ausdauer, so wie es aussieht, die hier verbraucht wird, während er den Berg hochrennt. Auch wenn es nur eine kurze Szene ist, zeigt es eben auch die Vaulting-Animation, Zeitwärts-Steps, Waffenverhalten, Laufanimation, Gehanimation und alles sieht aus wie aus einem Guss. Team report, engaging! Super crazy, wie den Spieler hier die ganzen coolen treffen und er da unbeschadet durchgeht. Also entweder, wir wissen ja aus Arena Mobile, dass es 7 Tierrüstungen gibt. Entweder hat er hier eine Tier-7-Rüstung, die Gegner haben Tier-1-Munition. Na, wir wissen ja eigentlich aus Mobile, dass Tier-3-Munition bereits Probleme hat, also große Probleme hat, einen Spieler mit Tier-7 zu töten. Da braucht man mindestens Tier-4-Munition für. Aber ich glaube, in dem Fall ist es einfach der Gott-Modus. Also das, er bekommt ja nicht mal Schaden. Kann aber hier ganz gut Chat-Gameplay zeigen. Also er rennt durch die Gegend, hüpft und springt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn man hier, wenn es wirklich auf was ankommt, wesentlich langsamer durchspielt und da sehr, sehr langsam approach. Ich finde es aber trotzdem witzig, dass sie hier so extrem schnelles Gameplay zeigen und so ein bisschen einen Ausblick darauf geben, dass man das auch als Chat sozusagen, oder wie das wäre, wenn man das als Chat spielen würde. Gut, sein Aim ist jetzt auch nicht ganz on point, aber ja, er gibt sein Bestes und ich glaube, wir kriegen einen guten Eindruck. Und jetzt nochmal ganz interessant, und zwar das Loot-System. Ein paar Dinge fallen hier besonders auf. Gucken wir uns erstmal oben die Tabs an. Wir haben Equipment, dann haben wir Missionen, das heißt, wir können die Missionen hier direkt abrufen, was schon mal recht cool ist, aber das Besondere ist der dritte Reiter und das ist Maps. Das heißt, wir haben in-game eine Map, die wir aufrufen können. Das heißt, wir müssen nicht auf einem weiteren Monitor immer wieder die Wikipedia-Maps aufhaben, sondern wir haben in-game eine Map. Vielleicht haben wir sogar Darstellungen der Spieler, Markierungen, das wissen wir alles noch nicht, aber es ist eine Map vorhanden. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Was den Charakter selber angeht, wir sehen hier den Helm, Facecover, also eine Maske, die aufziehen kann, was cool ist. Dann die Weste mit der Munition und den Magazinen. Und ganz wichtig, Kopfhörer. Ein Kopfhörersystem, was dann entsprechend Nebengeräusche reduziert und Schritte dann möglicherweise verstärkt, also dass es auch eine echte Funktion hat. Gehen wir mal schwer von aus. Dann haben wir die Pockets, wo dann Granaten drin sind. 4 NK2-Granaten, die bereit sind zum Werfen. Und auch sehr interessant, in der Chest-Rig, also in der Weste, befinden sich 3 50er-Magazine. Und der vierte Slot für das vierte Magazin sozusagen ist belegt. Da ist eine Spritze drin, eine Ausdauerspritze, Endurance und AP, vielleicht Painkiller. Was bedeutet, dass zumindest der Spieler hier nicht auf Magazinmanagement achtet. Vielleicht muss man nicht darauf achten. Das heißt, wenn er jetzt nachlädt, könnte es sein, dass er ein Magazin auf den Boden fallen lässt. Es kann aber auch sein, dass wie zum Beispiel bei Project Lead dieses Prinzip gar nicht hier enthalten ist, sondern dass man sozusagen nachladen kann und sich keine Sorgen zu machen braucht, auch wenn die Tasche voll ist. Bei Greyzone Warfare war es übrigens auch so. Die Tasche kann voll sein, aber man kann trotzdem nachladen ohne Probleme. Und das zeigt uns so ein bisschen diesen Mix aus Hardcore und Casual. Alles ist so ein bisschen gemischt. Weil so erwähnt es mich aufgefallen ist, wir haben kein Fadenkreuz gehabt in den Gameplay-Szenen und gleichzeitig haben wir hier kein Magazinmanagement, also alles sehr, sehr gemischt. Und was hier auch noch auffällt, ist bei dem zu lootenden Spieler, dass er nicht nur die Waffe und eine Weste hat, man muss die Sachen auch suchen. Wir sehen leider nicht, wie lange das dauert, bis er die Items sieht, aber auf jeden Fall müssen sie erstmal untersucht werden. Und wir sehen ein Token, was der Spieler an sich nehmen kann, ein Gold-Token, was auch immer das zu bedeuten hat. Der Spieler schnappt sich das Token, auch wieder eine schöne Animation, wie er wieder an die Waffe greift und weitergeht. Er springt relativ viel, muss man sagen, ist wirklich sehr schnell unterwegs, auch nicht sehr, sehr laut. Was wir so ein bisschen sehen, sind die Spielerhilfen. Also wenn er in Scope geht zum Beispiel, dieses Page-Up, Page-Down für das Anpassen des Visiers, also dass man sozusagen auf gewisse Entfernungen, wir sehen, die Waffe ist zentriert auf 25 Meter, wenn er jetzt einen Gegner hat auf 300 Meter, dass man entsprechend sein Rotpunktsystem oder sein Scope anpassen kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr auffällig, dieser Mix aus Casual- und Hardcore-Elementen. Und ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Trailer. Auch hier sehen wir zum Beispiel diese Granatenmarkierung. Das heißt, auch wenn das HUD komplett leer ist, findet doch eine Granatenmarkierung statt. Der Spieler wird gewarnt, vorne rechts eine Granate und sie explodiert dann auch. Also auch das ist eher so ein Casual-Punkt. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das alles zusammenmixt. Der letzte Clip zeigt das Modden und auch hier ist erstmal erstaunlich, wie viele Systeme es gibt. Also Assault Rifle, Submachine Gun und so weiter, Shotgun Kabel, also das komplette Repertoire ist vorhanden. Unten sehen wir wahrscheinlich die Waffen, die der Spieler hat. Und rechts auffällig
möglicherweise sind das Presets. EPK 16 Default PR. PR könnte für Presets stehen. Das ist also wie in Escape from Tarkov fertige Presets hier auswählen können und dann mit einer Waffe vorab anfertigen können. Wenn wir jetzt mal hier in das Video reingehen, dann sehen wir, wie die Waffe sich dreht. Das ist also eine volle Animation, komplett drehbar und schwenkbar. Und wir sehen hier die vielen Attachments. Das ist im letzten Video auch schon aufgefallen, dass hier wirklich alles vorhanden ist, auch in jedem Detail. Es sind Adapter vorhanden, zwischen Rails, die man einbauen muss, zwischen Laser und der Waffe. Das ist alles sehr, sehr originaltreu gehalten. Und auch hier bestätigt es, wenn man jetzt zum Beispiel einen Reiter öffnet, dass man die große Auswahl an Attachments hat. Und was ja auch interessant ist, ist, dass wir einen Zahlenwert unter den Attachments haben. Und möglicherweise ist der Preis, dass man also direkt aus dem Menü hier, was nicht bei jedem Spiel geht, also aus dem Menü hier vielleicht sogar die Attachments kaufen kann. Es scheinen die Preise zu sein. Und dann direkt seine Waffe so modden kann und dann bauen kann, wenn die Sachen freigeschaltet sind, über Händlerreputation und so weiter. Dass man dann direkt loslegen kann, wenn man sozusagen seine Waffe der Wahl dann direkt so bauen kann, wie man sich's wünscht, indem man schon mal alles zur Auswahl hat und nicht in 1000 Untermenüs umständlich an seine einzelnen Teile rankommen muss. Ich habe das Gefühl, dass die Entwickler hier wirklich sehr, sehr viel vorhaben mit dem Spiel. Deswegen werden wir sicher noch einige Sachen sehen, bevor am 8. Mai das Ganze losgeht. Also ich bin gespannt auf weiteres Gameplay-Material, auf welche weitere Informationen über das Modding, über die Missionen, über das Reputationssystem, der Händler und des Spielers selber und die Mapgröße und die ganzen Spielmechaniken. Da wissen wir noch sehr, 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 sehr wenig. Was wir sehen, ist unglaublich vielversprechend. Wer Interesse hat, denkt dran. Da unten habe ich die Links zur Homepage, da kriegt ihr die Links und zu meinem Discord. Da habt ihr die Möglichkeit, immer auf dem Laufenden zu bleiben, wenn neue Key-Aktionen laufen, irgendwelche Gewinnspiele vom Entwickler oder von sonst wem, haue ich die da rein und drücke die Daumen, dass wir alle uns in der Beta am 8. Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.